Die totale Revolution, sie steht hier mitten ganz unscheinbar in der Zubehörhalle neben Shea. Es ist ein Schlafdach, was Luft aufgeblasen wird, sogar noch ziemlich spacig aussieht. Es hat uns direkt angefixt, oder? Ja, total. Ich habe gedacht, so habe ich ja noch nie gesehen. Wenn du mal reinguckst, Simone, beschreib mal, was du siehst. Darf ich mal da hochgehen? So, sie geht mal rein. Das ist ein richtiges Schlafdach, oder? Ja, das ist ein Schlafdach. So. Und das Coole ist, es hat eine gewisse Isolation, oder nicht? Genau. Jetzt müssen wir rauskommen, jetzt kommt das Dach gleich runter. So, wie ist das, dass es so exakt zusammenfällt, dass es nicht sich übereinander stülpt oder sowas? Das ist das Geheimnis in der Konfektion des Hochbalges. Da stecken wir viel Gedanken rein, dass man da keine Hand anlegen mehr muss. So, jetzt weiß ich, also Kunststoff, da sind so Weichmacher drin meistens, die dünsten aus. Wie ist das bei euch? Das ist eine PU-Beschichtung und die ist auch komplett lösemittelfrei. Da dünstet nichts mehr aus. Ja, das heißt, es riecht auch nichts im Innenraum, oder? Es riecht auch nichts. Das ist ja revolutionär. Wie sind denn die Leute, ich sag mal, ihr seid ja jetzt Zubehörhersteller, das heißt, ihr liefert das an Hersteller, oder? Genau, an große OEMs, die hier vertreten sind. An große OEMs. Wie lange habt ihr daran entwickelt? Circa 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Und das Aufpumpen, das heißt, je nachdem, wie groß die Pumpe ist, könnte das ja zum Beispiel auch die, ich sag mal, die ganz normale Luftpumpe machen von der Bremse? Na, von der Bremse vielleicht nicht, aber was man so kennt aus dem Sub-Bereich oder für Kites, damit schafft man das schon aufzublasen oder womit man unsere Zelte aufbläst. Normalerweise kann man das von Hand aufblasen, aber wir haben ein Pumpsystem dazu entwickelt, was das kann. Ist das jetzt ein Prototyp oder ist es schon fertig? Das ist jetzt hier ein Messeprototyp sozusagen, ein Vorführer. Hier auf der Messe findet man aber auch Serienmodelle. So, Frage, wenn ihr da jetzt ein bisschen Druck drauf gebt, wie lange wird es denn dauern, bis es nochmal hochkommt, dass wir das nochmal zeigen können? Na, wir müssen jetzt erstmal komplett runterfahren. Okay. Das ist jetzt ein Vorgang. Okay. Ja, wir haben mit den Matratzen dauert es so knapp 3 Minuten, bis es ganz unten ist. Man merkt, es senkt sich jetzt noch. Krass. Und dann können wir kurz warten und dann fahren wir nochmal hoch. So, da ist jetzt ein gewisses Gewicht, ist da ja jetzt drauf. Was ist draufgepackt im Moment? Unser Messevorführer ist verdammt schwer, der wiegt knapp 200 Kilo. Echt? Ja. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Wenn du mal gerade mal kurz mal mitkommst, sei mal so nett. Das habt ihr jetzt extra mal gemacht, um mal zu zeigen, was alles geht. Das heißt, die Struktur, die Warmstruktur ist sehr stabil, oder? Im aufgeblasenen Zustand schafft es noch mehr zu tragen. Es gibt Tests, da haben wir im aufgestellten Zustand über 300 Kilo oben aufgeladen und es steht immer noch stabil. Und das Gewicht, das ist ja das Allentscheidende. Fahrzeuge müssen ja leicht sein. Was wiegt das Ding? Was wiegt das Ding? Das kommt natürlich ganz auf das Dach an, was verbaut wird. Da gibt es ja jetzt super leichte Varianten von. Okay. Der Vorteil von dem Ganzen ist, dass man sich Platz spart. Also man kann einen Raum schaffen, in dem man sein Auto vergrößert und dadurch wird man windschnittiger insgesamt, was den Verbrauch und die Emission reduziert beim Fahren. Aber da gibt es ja Tausende. Bitte, Simone. Was ist denn der Vorteil jetzt von dem Ganzen? Also jetzt gegenüber einem Dachzelt oder einem ganz normalen Aufbau? Wir haben ein selbstöffnendes und selbstschließendes Dach, welches eine Isolierwirkung hat gegen sämtliche Emissionen wie Schall, Wärme hauptsächlich. Und es bildet einen Raum aus. Also wir haben eine richtige Wand, die geschaffen wird. Es ist nicht wie ein Stofftuch, was da hängt, wo man Angst hat, dass man rausfällt, sondern man kann sich richtig anlehnen. Es ist was Steifes. Es ist ein ganz, ich sag mal, ganz starker Hingucker hier auf der Messe. Ich glaube, ihr seid fast hier der Star hier in der Halle, so ein bisschen, oder? Die Leute kommen viel, oder? Ja, es kommen viele Leute. Er ist ganz bescheiden, merkt man schon. Ja, aber das ist so, ich meine, wenn man sowas jetzt entwickelt, die Leute kommen aus Fernost, das ist nicht so leicht zu kopieren oder sowas, da steckt ganz viel Hirnschmalz drin. Da haben wir uns ganz viel Gedanken gemacht, damit es nicht so schnell passiert. Das heißt X-Glue oder wie heißt es? X-Glue ist die Firma, 3D-Tex ist der Name des Textils. Sag mal, Schalldämmung ist ja ein wichtiges Thema. Ich schlafe zum Beispiel auf irgendeinem Campingplatz, Europapark oder so. Da wird noch eine Party neben angefeiert. Das Stoffzelt kennst du, da hörst du alles, ja? Ja, hier hören wir etwas weniger. Ist die stark, die Schalldämmung? Ja. Hörbar. Es bleibt ein Textil. Man kann es wahrnehmen, auf jeden Fall. Das Ganze ist, hier unten sieht man es so ein bisschen raus, wenn du es mal gerade beschreibst, außen, innen, was sieht man? Ja, was wir hier sehen, also Farbgebung ist wählbar. Ja, je nachdem ist es innen wie außen die gleiche Beschichtung und so sieht es im evakuierten Zustand aus. Also es wird echt ein ganz flaches Tuch. Und es wird rausgesaugt oder geht das automatisch? Das ist jetzt luftleer, da ist nichts mehr drin. Nichts mehr drin. So, und das wiegt denn nur irgendwas? Ja, es ist unglaublich. Ja, das heißt, Fahrzeuge müssen immer leichter werden, Anwendungen sind schier unmöglich. Man könnte es auf den Wohnwagen packen, das würde auch gehen, oder auf dem Reisemobil und so weiter. Was waren denn so die ersten Leute, die so kamen, die gesagt haben, die kriegen dann im Prinzip ganz feuchte Hände. Wann könntet ihr es liefern? Oder ist es schon lieferbar? Ja, es ist
bestellbar. Ja. Und soll in diesem Jahr bei einem auf jeden Fall lieferbar sein. Ja, gesehen habe ich das mal bei Hümer, sowas Ähnliches. Da war das aufgeblasen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Mike? Wie sind wir auf die Idee gekommen? Also der Grundgedanke bei uns ist ja Shaping Air. Mhm. Und wir bilden Räume, indem wir Zelte mit Luft aufblasen. Wie das da. Und das ist ja simpel, das sieht man ja oft. Ich meine, da gibt es viele Firmen, die das machen. Das ist jetzt schon gut gemacht. Aber ich sag mal, auf so eine Konstruktion, dass man hier sowas machen kann, das habe ich jetzt auch gesehen, ein Camper, also bei dem im Prinzip der Alkoven aufblasbar ist, das habe ich gesehen. Der ist nicht von euch, oder? Das Textil ist von uns. Ist von euch. Okay, cool. Also das heißt, ich spreche mit den Entwicklern. Das ist auch eine tolle Idee. Das heißt, ein Slide-Out könnte obsolet werden. Man kann es einfach rausklappen. Ja, das ist eine Idee, ja. Was im Pop-Up-Roof. Genau. Und natürlich ein Slide-Out hinten. Ich ahne Schlimmstes, ja. Das heißt, wenn ein großer Hersteller das schon übernimmt, dann könnte es sein, dass es kommt. Meinst du, wir können es nochmal rausfahren? Ich starte mal. Dankeschön. Man muss echt sagen, ihr habt euch was Tolles überlegt. Also, und ich habe es eben schon anmoderiert, einer der Stars hier in der Halle. So unscheinbar, aber als es aufgeblasen ist, es war magisch, ich musste stehen bleiben. Ja, das ist doch schön zu hören, dass das doch so gut ankommt, das Ganze. Finde ich schon. Und die Leute, die zugucken, also ist ein echter Hingucker. Ja, ihr könnt die nicht so oft machen, die Vorführungen. Ihr habt im Moment noch eine kleine Pumpe, die kann ein bisschen heiß werden. Jede Stunde gibt es eine Vorführung. Sind da viele Leute da? Um 11 und um 13, um 15 Uhr ist jeweils Vorführung. Jeweils Vorführung. Ihr habt eine Ausnahme gemacht für uns. Absolut, natürlich. Wir haben alles möglich gemacht. So, jetzt wird aufgeblasen. Das heißt, je nach Luftdruck gibt es eine Dauer, eine Mindestdauer, oder ist das abhängig von der Pumpe? Nein, die kontrolliert den Luftdruck. Also der Druck, der in der Kammer ist, es stellt sich ab einem gewissen Luftdruck auf und man gibt noch ein Polster hinein, dass man die Änderungen über Temperatur abfangen kann über die Zeit. Strom, ist das ein Problem? Nein. So, es ist leicht. Oben drauf ist es ja auch drauf. Ein leichtes Geräusch, das heißt, das einzige Problem, was ich sehe, ganz ehrlich, wenn du damit auf den Campingplatz fährst und einer der ersten bist, die das Ding benutzt, ja, dann gibt es viele Fotos, oder? Ja, auf jeden Fall, da stehen die Leute Schlange und schauen. Ja. Gibt es denn ähnliche Hersteller schon? Ja? Aber ihr habt da noch mal eine ganz eigene Konstruktion? Gibt es die Hersteller? Nein. Ja, das wollte ich fragen. Ja, nein, das gibt's nicht. Das gibt's nur von also uns. Auch nicht sowas in der Art mit aufgeblasen oder so? Okay. Sehr schön, jetzt kommt es langsam hoch. Ich gebe der Sache noch ein bisschen Licht, das was wir mal sehen. Also hier unten drunter. Ja, Anwendung schier möglich. Haltbarkeit, wenn ihr jetzt draußen seid. Das heißt, meistens ist es ja eingefahren. Da gibt es also nicht die, ich sag mal, die Probleme, dass es Falten gibt, die dann irgendwie härter werden. Das habt ihr alles probiert? Ja, das haben wir probiert. Mehrere hundert Male. Die Anforderung ist sogar über 1000 Mal auf und zu fahren. Das heißt, die Luftmatratze bläst sich auch mit auf? Die bläst sich auch mit auf. Das wirst du gleich merken. Wenn der Hubbalg sich abgehoben hat, wird die noch nachgefüllt. Ist im Härtegrad dann einstellbar? Der Härtegrad ist einstellbar? Ja, na klar. Und es sind halt auch zwei Matratzen für zwei Personen denkbar. Wir haben jetzt nur eine reingemacht, damit man leicht reingehen kann. Sag mal, ich kenne nur so Luftmatratzen, die unglaublich wehtun, wenn man länger drauf liegt. Bist du selbst noch drauf geschlafen? Ist es gut? Auf einer Luftmatratze habe ich schon geschlafen, das ist ja ähnlich, ja. Man kann dann mit dem Topper natürlich spielen. Schlafkomfort immer weiter aufwerten. Wow, ich bin total geflasht, ganz ehrlich. Hut ab, du sprichst so gut Deutsch, das Produkt kommt aus Germany? Das kommt aus Germany, ja. Und wird in Europa hergestellt, komplett. Ja, viele laufen hier rum aus Japan und China, habt ihr die auch schon gesehen? Haben die euch auch schon gesehen? Mhm. Wer weiß. Wer weiß, ja. Toll. Also, ganz großes Kino. Ich mache noch ein bisschen Werbung für euch, dass es da ist. Ein neues Produkt, so sieht es von außen aus. X-Clue 3D-Text. 3D-Text, richtig? 3D-Text. Da ist es. Und du bist auf jeden Fall begeistert. Wir sind dran hängen geblieben. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute am 26. August 2022. Vielen Dank. Tschüss.